full of magic rhymes. They prophesy the mystic knights, the true young heroes, brave and bright. Then the dark forces came, brought the people endless pain. Now the children have no fear, 'cause they know the mystic knights are here. Mystic knights have come to save our lives. Mystic knights have come to save our time. Mystic knights are here now. Mystic knights. Immer wieder werden Kelsdörfer von Mills fliegenden Verbündeten Tyrone mit seinem Feueratem angegriffen. Doch auch andere Feuer werden gelegt, von jemandem mit ganz anderen Motiven. Dieser elende Taugenichts. Er kommt in praktisch jedes Dorf, er plündert und stiehlt und er brennt unsere Hütten nieder. Das ist eine ernste Angelegenheit. Wenn der Dieb gefasst ist, wird er streng bestraft. Drei Zeugen haben sich gemeldet, die den Schurken identifizieren können. Ich bin dem Dieb bis ins Schloss hinterhergerannt. Also er muss hier sein. Euer Majestät, dieser Verbrecher versteckt sich in eurem Schloss und besudelt damit die Ehre eures Hofes. Ich werde ihn gefangen nehmen und ihn entsprechend bestrafen. Gut, mach das. Suche hier im Schloss alle zusammen, die dem Dieb ähnlich sind und versammle sie im Dorf. Die Zeugen mögen ihn identifizieren. Unterstützt den Mann so gut es geht. Danke, mein König. Du kommst zu spät. Entschuldigung. Angus, wo hast du gesteckt? Im Wald war ich. Da sollen Temra-Truppen sein. Du hast eine Menge Hektik verpasst. Hier hat sich ein Dieb versteckt. Ach, tatsächlich? Ja, und ein paar Zeugen sollen ihn identifizieren. Also halt dir was vors Gesicht, du Dieb, du. Dazu bin ich viel zu hübsch. In Kells herrscht großes Durcheinander. Conor lässt sein Schloss durchsuchen. Ausgezeichnet. Wenn das alles war, kannst du verschwinden. Meine Königin. Und meine Königin... Was glaubt ihr? Werden sie den Dieb im Schloss finden? Natürlich werden sie ihn finden. Und es wird noch mehr Verwirrung entstehen. So wird Kells äußerst leicht verwundbar sein. Und dann greifen wir es an. Ich glaube, es ist der da rechts. Der hat gemeine Augen. Nein, es ist der Alte da. Immer der, von dem man es am wenigsten erwartet. Ja. Brave, los, bringe die drei Zeugen nach vorn. Na, kommt schon. Jedem von euch ist Schaden zugefügt worden. Ihr wurdet bestohlen. Ich möchte, dass ihr euch jetzt diese Männer anseht und mir sagt, wer von ihnen es war. Aber ihr müsst euch wirklich, wirklich sicher sein. Keiner von denen, oder? Von denen ist keiner der Dieb. Was? Aber ihr hattet doch gesagt, ihr habt den Dieb bis ins Schloss verfolgt. Doch, das ist er. Das ist der Dieb. Ja, das ist er. Oh. Wo ist er? Das ist er. Er hat mein Haus angezündet. Angus? Ergreift diesen Mann! Wachen! Halte dich! Steh weg, ihr Hindernisse! Halte ihn doch fest! Wo willst du denn hin? Angus! Das ist der falsche Mann! Lasst ihn in Ruhe! Umstellt die Hütte! Jetzt haben wir ihn! Komm runter da! Bringt ihn darüber! Ihr habt den Falschen! Nein, ihr macht einen Fehler! Ich denke nicht. Bin wieder im Gefängnis. Tja, was kann ich da tun? Ich bin jetzt ehrlich, aber hier sitze ich nun. Ja, jeder weiß, wie es im Kerker stinkt, sodass man hier immer nach Atem ringt. Das kommt davon, wenn man sich immer wieder in Schwierigkeiten bringt. Ist das mit Brave aufgeklärt? Wir arbeiten dran. Du weißt doch, wie unser Gesetz funktioniert. Das ist die Zeit der Überlegung. Ich weiß. Da kann der Dieb die gestohlenen Sachen zurückgeben. Das Problem ist nur, dass ich nichts zurückgeben kann. Ich bin unschuldig. Das wissen wir doch. Deshalb gehen wir jetzt auch zu Brave und der Frau. Ich komme gleich nach. Gut. Na schön, Angus. Jetzt sind wir zwei allein.
Wir waren schon Freunde, als wir noch zusammen gespielt haben. Deshalb sieh mir in die Augen und schwöre, dass du nichts damit zu tun hast. Ich habe damit nichts zu tun. Das ist ernst, Angus. Natürlich. Ich sag dir die Wahrheit. Ich bin unschuldig. Dann werde ich nicht ruhen, ehe du frei bist. Danke. Ihr wisst, dass Angus unschuldig ist. Angus wird eine faire Verhandlung bekommen. Ich bin der Richter. In Anbetracht der Bedeutung der Verhandlung wird König Konohar sie persönlich überwachen. Leider sieht es für Angus nicht allzu gut aus. Deirdre, du und ich, wir gehen nach Tirnanog. Die haben da ein gesundes Verhältnis zu Recht und Gesetz. Ivar, geh zu den Leuten, die bestohlen worden sind. Untersuche ihre Hütten. Vielleicht siehst du was. Ich finde den Dieb. Ich schwör's euch. Ja, Angus steckt zweifelsohne in der Klemme. Wir wissen, dass bei den kleinen Leuten Recht und Gesetz großes Gewicht haben. Ja, das ist wahr. Aber diejenigen, die die Gesetze von Tirnanog vertreten, dürfen nur die kleinen Leute verteidigen. Obwohl... Ja. Es gibt eine kleine Person, die euch helfen kann. Also vielleicht, er ist schlau und listig. Grodgy, komm mal zu mir. Diese Menschen wollen sich deiner Dienste bedienen, Grodgy. Wieso sollte ich Sterblichen helfen? Einfach weil Angus ein mystischer Ritter ist. Ja, das wäre ein Grund. Dennoch ist es unmöglich. Du musst wissen, ich darf mich außerhalb von Tirnanog von Sterblichen nicht sehen lassen. Ja, das ist zu gefährlich. Würdet ihr Angus helfen, wenn euch keiner sehen würde? Nun, das wäre möglich. Ich habe eine Idee. Habt ihr jemanden, der sich für Angus einsetzt? Ja. Sag Watschi guten Tag. Hm. Da ist ja ein Mann in dem Beutel. Psst, das hast du gut erkannt. Hallo, ich bin Ivar. Du bist also der berühmte Meister im Spurenlesen, ja? Hast du welche gefunden? Ja, es waren dieselben Fußabdrücke bei allen drei Hütten. Es war leicht, weil ein auffälliges Loch in der linken Schuhsohle war. Ich wollte sie weiterverfolgen, aber ich habe sie leider verloren. Ach, Kleiner, du fängst das ganz falsch an. Sucht man einen Dieb, lässt man den Dieb zu sich kommen. Und wie? Setz auf deine Ergreifung eine Belohnung aus. Eine Belohnung macht einen Durchschnittsdieb ganz schrecklich nervös. Er muss immer damit rechnen, dass ihn irgendwer anzeigt. Und denk immer daran, auf den Boden sollst du schauen. Was soll denn das nun wieder bedeuten? Durchsuch diese Hütte! Na los, schnell! Ron, da sind Soldaten in deiner Hütte. Hey, was habt ihr da zu suchen? Sieh auch dort drunter nach. Was tut ihr da? Ganz ruhig, ja? Wir sollen auf Brahevs Geheiß Beweise suchen. Wer schläft hier? Angus. Da findet ihr nichts. Das wollen wir erst mal sehen. Was haben wir denn da? Bei Dagda. Hier finden wir also nichts, glaubst du? Die Verhandlung möge beginnen. Brahev. Wie lautet die Anklage gegen diesen Mann?
Dieser Schurke, der dem Gesetz seit vielen Jahren bekannt ist als gemeiner und hinterlistiger Dieb, hat das Land seit längerem terrorisiert, Hütten geplündert und in Brand gesetzt. Vielleicht erhebe ich lieber Einspruch. Zu verwischen, als auf purer Niedertracht. Ich erhebe Einspruch. Und zwar wogegen? Nun, Angus? Wogegen erhebe ich Einspruch? Wieso sprichst du in diesen Beutel? Wer, ich? In den Beutel? Da habe ich mein Mittagessen drin. Ach, setz dich hin, Angus. Na gut. Was hat das genutzt? Nur ein bisschen Unruhe und es hat Brahev zum Schweigen gebracht, nicht? Ja, aber nicht lange. Wo war ich? Oh ja, die Bosheit des Angeklagten hat mindestens 3 Familien ruiniert. Es sieht nicht gut aus für Angus. Du hattest nicht viel Glück, hm? Nein, alle wollen zwar die Belohnung, aber keiner kann mir was sagen. Dann sieht's ja so aus, als wäre der Dieb wirklich Agnes. Aber das überrascht mich nicht. Der Fußabdruck. Nachdem er mich ausgeraubt hatte, flehte ich ihn an, meine Hütte nicht niederzubrennen. Aber er hat nur gelacht und sie doch angezündet. Alles, was ich hatte, war in der Hütte. Habt ihr schon mal das hier gesehen? Ja, der gehörte meinem Vater. Und davor hat er seinem Vater gehört. Sag uns, wo das gefunden wurde. Wir haben es aus der Hütte von Angus. Es lag unter seiner Schlafmatte. Oh, das ist alles gelogen. Angus würde nie so etwas Schreckliches tun. Deirdre, du kommst auch noch dran. Ich will aber jetzt gleich dran sein. Danke, kommt da wieder runter. Angus, sie darf auf keinen Fall jetzt schon aussagen. Das kann eigentlich nur schiefgehen, hörst du? Aber sie ist eine Freundin. Sie erklärt denen meinen Charakter. Ja, aber genau das will ich nicht. Ach, Prinzessin Deirdre, sag dem Gericht, welch aufrechter und ehrlicher Bürger von Kells ich bin. So ist es, genau. Ha! Angus ist ein mystischer Ritter. Er ist von großer Tugendhaftigkeit. Unzählige Male hat er sein Leben für Kells aufs Spiel gesetzt. Ich danke euch. Ihr dürft runterkommen. Nicht so schnell. Ich habe ein paar Fragen an die Prinzessin. Ihr kennt Angus schon seit vielen Jahren, nicht wahr? Habt ihr jemals davon gehört, dass Angus etwas gestohlen hätte? Naja, früher ja, aber... Und, Prinzessin, es ist doch richtig, dass ihr keine Ahnung habt, wo Angus war an dem Tag, als diese Hütten ausgeraubt und niedergebrannt wurden? Er war... Ehrlich gesagt, weiß ich nicht, wo er war. Keine weiteren Fragen. Also? Woher wisst ihr, dass Angus unschuldig ist? Als er es mir gesagt hat, habe ich in seine Augen gesehen. Das hat er sehr nett gesagt. Ist es richtig, Rowan, dass ihr den Angeklagten seit eurer Kindheit kennt? Dass ihr die allerbesten Freunde seid? Und dass ihr alles für euren Freund tun würdet? Ja. Und lügen würdet ihr auch für ihn? Nein. Mein König! Was hat das zu bedeuten? Man hat ein Feuerwesen auf dem Weg nach Kells gesichtet. Wir müssen Kells verteidigen. Wir brauchen die mystischen Retter. Wo ist Ivar? Ich weiß nicht. Ich dachte, er wäre hier. Dann müssen wir das ohne ihn machen. Komm, Angus. Nicht so voreilig. Setz dich wieder hin. Du gehst nirgendwo hin. Aber Vater, wir brauchen ihn dabei. Angus kann nicht einfach gehen. Das Gesetz verlangt, dass die Verhandlung fortgeführt und sein Urteil vor Sonnenuntergang verkündet wird. Das Urteil scheint klar. Es wird schon bald verkündet werden. Das hört sich nicht gut an. Wir müssen das erstmal alleine machen. Ivar kommt nach und Angus wird. Lauft um euer Leben! Es brennt überall! Lass uns die Rüstungen rufen. Das würde ich auch sagen. Feuer tief in mir! Luft über mir!
erstmal zurückziehen. Komm! Es hat keinen Zweck. Wir brauchen Ivar und Angus. Wenn sich keine weiteren Zeugen melden, werde ich mein Urteil nunmehr verkünden. Angus! Was? Die Kar hat dich an? Nein. Ach, das ist nicht gut. Tu, was du mit Rowan getan hast. Sieh Kar in die Augen und schwöre ihm deine Unschuld. Ich weiß nicht, Grati. Er hielt noch nie viel von mir. Es geht aber nicht anders. Nun mach schon! Ich möchte etwas sagen. Rede! Karad, König Konaha, ich sage euch als mystischer Ritter, ich bin unschuldig. Du erwartest von uns, dass wir dir glauben, dir, einem Dieb, und das gegen die Beweislast von Diebesgut in deiner Hütte und drei Augenzeugen? Ha, also unschuldig bist du ganz sicher nicht. Braheth, allein ich habe darüber zu entscheiden. Lasst mich durch! Hier ist euer Dieb. Das ist eine Lüge. Ich war es nicht. Glaub mir. Das Loch in seinem Schuh passt zu den Fußabdrücken vor allen drei Hütten. Angus, schnell. Hör mir mal zu. Gut. Alle drei Zeugen haben gesagt, der Dieb bist du. Ha, das ist doch gelogen. Ich habe sie gut bezahlt. Ich... Oh, wenn du das warst, dann solltest du besser gestehen, falls du weißt, was gut für dich ist. Das war nicht meine Idee. Es war Königin Maeve. Oh. Sie hat mir befohlen, die Beweise in Angus' Hütte zu verstecken und die Zeugen zu bestechen. Angus ist unschuldig. Ja! Hey, hey! Ach, tut mir sehr leid, Chef. Vielen Dank, Grudgy. Das war extra klasse, Angus. Angus, das Urteil freut mich, doch wir haben keine Zeit zum Feiern. Du und Ivar müsst Deirdre und Rowan helfen. Genau. Sperrt den Kerl ein und nehmt mir die Ketten ab. Lange halten wir nicht mehr durch. Tyrion, Rache der Wagnis, ich rufe dich! Wollen wir doch mal sehen, was dieses Wesen von vier mystischen Rittern hält. Angus, du bist frei! Du hast doch nicht daran gezweifelt. Und jetzt alle zusammen! Ja! Danke, Byron! War ein heißer Typ. Ein bisschen wie ich. Sieh einer an, Angus hat seine Sprache wiedergefunden. So ein Essen gibt's nicht im Gefängnis. Wir haben dir immer geglaubt, Angus. Euer Glück. Irgendwann wurde ich unsicher. Die Gerechtigkeit setzt sich immer durch. Eine Frage hätte ich noch an euch. Bevor Ivar mit dem Warendieb aufgetaucht ist, hättet ihr mich für unschuldig erklärt? Oder für schuldig? Ja, wie hätte das Urteil gelautet? Tja, eins von beidem wäre es gewesen.